Am Tag der Toten gedenken die Familien in Mexiko traditionell ihrer geliebten Ahnen. Mit rauschenden Festen, viel Essen und Musik. Außer in der Familie von Miguel. Denn hier ist Musik tabu. Dabei wünscht sich der 12-Jährige nichts sehnlicher als Musiker zu werden. Durch einen Zufall stolpert er an dem Feiertag ins Reich der Toten. Kein einfaches Thema für einen Animationsfilm. Das ist kein Traum. Eine Geschichte zu erzählen ist immer schwer. Bei jeder neuen Geschichte müssen erst die Figuren und die Story herausgearbeitet werden. Das war auch bei diesem Film eine Herausforderung. Dazu erzählen wir noch eine Geschichte, die auf echten Traditionen beruht. Uns war es wichtig, dass wir das auf authentische und respektvolle Weise tun. Im Reich der Toten ergreift Miguel seine Chance und singt für sein großes Idol Ernesto de la Cruz. Schauspieler Heino Ferch leiht dem nach Miguels Meinung größten Musiker aller Zeiten seine Stimme, Gesangseinlagen inklusive. Aus dem eher entspannten Umgang mit dem Tod als zentralem Motiv des Films lässt sich nach Heino Ferchs Meinung so einiges lernen. Es ist etwas, was man behandeln sollte, womit man mit umgeht, was einem tagtäglich begegnet. Wenn man Tiere hat in der Familie, gibt es immer wieder Momente, die den Tod auch hineinbringen. Und das ist wichtig, damit sich ganz bewusst zu beschäftigen. Ich kann dir helfen. Coco ist ein ungewöhnlicher Weihnachtsfilm aus dem Hause Disney. Doch auch mit einem Film über den Tag der Toten lässt sich eine schöne Geschichte über Familien, Traditionen und Träume erzählen. Warte auf mich, Kumpel!